Tolerantes Brandenburg, das ist zunächst ein historisches Qualitätsmerkmal. Es ist nicht immer sehr leicht, zusammenzuleben. Es gibt Reibungen, unvermeidlicherweise. Aber nur wenn wir lernen, zusammenzuleben, können wir überhaupt leben. 6. Oktober 1998. In der Nikolaikirche Potsdam sagt das demokratische Brandenburg dem Rechtsextremismus den Kampf an. Es ist höchste Zeit. In gewisser Weise ist Guben überall, weil wir doch ein Grundmilieu verbreitet im Lande haben, aus dem heraus Gewalt und Fremdenfeindlichkeit wächst. Und das muss die Gesellschaft im Ganzen ersticken. Allein 1999 gibt es eine Vielzahl rechtsextremer Gewaltdelikte. Der OAB berichtet. Hauptbahnhof Frankfurt-Oder, Mitte Januar. Eine Gruppe von 20 Glatzen sieht einen Marokkaner. Im Bahnhofstunnel traktieren die Skins den dunkelhäutigen Mann mit Schlägen und Fußtritten. Platzwunden und Prellungen sind die Folge. Die Cottbuser Straßenbahn. Im Juni fahren hier 11 Afrikaner zum Stadtfest. Im Stadtteil Sachsendorf steigt eine Horde von 20 Rechten ein. Zuerst grölen sie Deutschland den Deutschen und Ausländer raus. Dann prügeln sie mit Flaschen auf die Afrikaner ein. Andere Fahrgäste bleiben teilnahmslos. Mitte Februar vor dieser Disco in Guben. Ausländer und rechte Jugendliche geraten in Streit. Später suchen sich die Deutschen jemanden, der dafür bestraft werden soll. Der Algerier Omar Bennoui gerät zufällig in die Visier. Auf der Flucht tritt er eine Haustür ein, verletzt sich dabei und verblutet kurze Zeit später im Treppenhaus. Nicht nur fremdenfeindliche Übergriffe, sondern ein latenter Alltagsrassismus am Armbrottisch und in der Kneipe sind Anlass zum Handeln. Von einer Hetzjagd durch eine Stadt kann man ja dann weitaus noch nicht reden. Das kann ich mir echt nicht bei den Leuten vorstellen, weil die können vernünftig reden. Ich möchte doch oben auf die Straße gehen, einen Tag mal rumlaufen, ohne einen Ausländer zu sehen. Das geht hier aber nicht. Rechtsextreme Gruppierungen zeigen dreist und offen Flagge. Der Friedhof in Halbe soll zum Wallfahrtsort für alte und neue Nazis werden. Viele stehen dem hilflos gegenüber. Die Polizei verbietet, uns Gericht erlaubt. Das bringt das Dorf in Verruf. Und ich finde es unmöglich, was hier jedes Jahr passiert. Ein Handlungskonzept ist notwendig als Leitbild für ein tolerantes Brandenburg, für eine starke und lebendige Demokratie. Es geht um klare politische Signale, die Demokratie und Zivilcourage stärken, um eine Mobilisierung der Gesellschaft gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Es ist schlicht und ergreifend unanständig, Nazis zu wählen oder Nazis gewähren zu lassen. Zeigen Sie Gesicht, meine Damen und Herren. Dankeschön. Bürger und politische Mandatsträger übernehmen in einem Netzwerk Verantwortung. Unterstützt werden sie von den mobilen Beratungsteams, den regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule und anderen Vereinigungen. Durch lokale Initiativen und Bündnisse werden wirksame Strukturen zur Förderung von Demokratie und Toleranz geschaffen. Ich finde es erstmal gut, dass wir als kommunale Vertreter, als Bürgermeister, wie auch immer, die ja von diesem Problemkreis recht jeweils betroffen sind, einen Ansprechpartner haben. 10 Jahre später, Brandenburg ist weltoffener und toleranter geworden. Exemplarisch für einen Wandel der politischen Kultur. Bürger engagieren sich, die Politik reagiert. Mit dem Gräberstättenversammlungsgesetz von 2006 ist Halbe kein Ort der Ewiggestrigen mehr. Tausende Menschen verhindern mit Courage und Ideen rechtsextreme Aufmärsche. Viel ist erreicht, viel bleibt noch zu tun. Und eine tolerante Gesellschaft ist eine ständige Aufgabe. Dieses kleine Alphabet der Toleranz, das in Wahrheit ein sehr großes und bedeutendes ist, muss täglich neu buchstabiert werden. Das muss immer wieder neu anfangen. Es wäre eine Illusion zu denken, wenn man jetzt besonders eifrig ist, dann ist alles gelaufen, dann ist das Problem vorbei. Sondern es wird gerade auch in der Zeit der Globalisierung eine ständige, vielleicht sogar noch wachsende Herausforderung sein, sich für andere, für Andersdenkende und Andersfarbige einzusetzen. Wenn Mitarbeiter in einem Unternehmen, egal wie groß das Unternehmen ist, sich ausländerfeindlich, extremistisch verhalten und Gewaltbereitschaft zeigen gegenüber anderen Menschen, das zum Teil auch ausdrücken im Unternehmen selbst, dann denke ich, ist die Aufgabe des Unternehmers, der Manager, dort dagegen vorzugehen. Übrigens kann man Toleranz lernen. Das ist auch gar nicht so schwer.